Was geht ab, Leute, zu Nerd Alert Games? Und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Sprechen wir mit Vesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Guter Plan. Ja, bereite dich auf den Kampf vor. Indem ich Trank Donner herstelle. Da fehlt mir aber natürlich was zu. Zum Herstellen sind die so richtigen Zutaten. Erhöht das Gewicht, das der Hexer tragen kann, ohne überlastet zu sein. Wofür brauche ich das? Wähle das Rezept für Trank Donner. Wollte schon sagen, wollen wir Trank Donner. Alkohol, Bomben, Tränke, Donner. Können wir sogar herstellen, nice. Erhöht die Angriffskraft, warum nicht? Aber wenn wir zu viele Tränke trinken, wird es auch garantiert nicht gut sein für uns, oder? Blub. Nach wie vor brauche ich noch hier diese Gehirne, ne? Wenigstens eins davon. Weißer Honig, sie hört sich auch richtig gut an. Naja, ich muss den natürlich ausrüsten. Dürfte hier irgendwo sein, oder? Donner? Bist du das? Nee. Gott, wie sah der Scheißtrank denn nochmal aus? Irgendwie gelb. Ah, da sieht man noch das Ganze. Moment, das war ein fucking ovale Flasche-Dingens. Dreimal haben wir den Trank sogar. Eigentlich egal. So, Angriffskraft gesteigert. Das soll auch das Einzige bleiben, was wir machen. Meine Großmutter hat... Boah, wie schnell rennt der denn? Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer... Was ist, wenn ich mal mit einem anderen Pferd reite? So ist gut. Gehen wir plötzlich dann fremd. Schnell durchdrehen, ganz bestimmt. Fuck auf die Rüstung. Wahrscheinlich wird unser Greif zerfetzen mit einem Angriff. Also müssen wir aufpassen. Das Viech dürfte sehr stark sein. Komm schon. Hüpf, hüpf, hüpf. Runter mit dir. Alter. Absteigen. Dreht voll durch das Pferd. Ja, Krähenauge, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Hunde-Petersilie, hihi. Hä, hier genau vor mir. Da. Sieht man fast gar nicht. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Hauen wir rein. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm,
Wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Na, ist klar. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Das hebt noch mal die Moral von dem Kampf. Garantiert. Halt. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir das Ding auch überhaupt equipped haben. Haben wir. Ich weiß zwar nicht, wie wir die Fernkampfwaffe verwenden, aber okay. Oh, das wird heftig. Oh! So, ich nehme mal Donner. Schnell zurück. Ah, da haben wir die Armbrust. Und R1 Armbrustbolzen zu schießen. Vorsicht! Sturzflug! Hau ab von mir! Gehst du runter von ihm? Mal ein bisschen auf mich konzentrieren. Zaubern, wir müssen zaubern. Wie ist mit Feuer? Oh, der hat eine harte Birne. Okay, wie wär's, wenn wir die Falle legen? Gedankenbeeinflussung, vielleicht klappt das ja auch. Komm her, Königsgreif. Haha, nicht mit mir. Oh, shit. Das war knapp. Das hat mal gar nicht geklappt. Gut. Telekinetische Druckwelle. Vielleicht liegt er natürlich am Boden, wie beim Monster Hunter. Beschäftige ihn ruhig. Kritischer Treffer. Der ist schnell. Ja, der liegt ein bisschen. Aber der ist einfach zu besiegen. Okay, wir können das Siegel mal versuchen zu legen. Nicht wegfliegen und lass mein Pferd in Ruhe. Mistgreifviech, du. Die magische Falle. Wow, ja klar. Oh, genau, jetzt hebt er natürlich ab. Guter Treffer. Sehr gut. Wieder auf von Gegenständen. Öle, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verborgen und können aufgebraucht werden. Um deine Vorräte wieder aufzuräumen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller deiner chemischen... Nicht schlecht. Ich will nicht meditieren. Warum sollen wir meditieren? Das ist doof. Wir kämpfen gerade für meditieren. Lass ihn nicht entwischen! Der haut ab! Dachte ich mir schon, dass er so einen Scheiß macht. Hinterher! Den holen wir von Himmel.
Der blutet doch nicht so stark. Komm, spring drüber. Sollte er normalerweise automatisch machen. Langsam. Ey. Ja, der bleibt hier. Der bleibt hier. Der will aber auch wirklich nicht runterkommen. Blutet. Wird bald schwächer. Ja, das war, glaube ich, nur ein kleiner Treffer. Wie wär's, wenn du jetzt einfach mal da stehen bleibst? Ich bin zu alt für diese Scheiße. Ich treff das Viech nicht. Oh mein Gott. Du musst verflucht vorsichtig sein. Ja, das Feuer ist wirklich am effektivsten gerade für mich. Oh, Vogel, komm! Nie im Leben. Auf sie! Boah, ich muss echt aufpassen. Boah, Alter! Schön, schön, schön. Nicht mehr viel. Na, er macht ein bisschen Schaden. Ah, warum taumel ich denn jetzt auf einmal so? Wow! Im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel geholt. Holy shit, ey. Happy. Jawohl, unser Greif. Endlich erledigt. Schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Na super. Oh, da liegen sogar die Gedärme. Was haben wir denn da? Durchdrungener Staub. Greifenfedern. Greifenmutagen. Sehr schön. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Tank namens Mutagen-Absolut herzustellen. Natürlich den Kopf. Ja, schön festgemacht. Da ist das Ding ja ohne Kopf. Lecker. Den Rest können die anderen braten. Brauchen wir nicht. Schauen wir mal. Alchemie. Ja, Tatsache. Hier ist so irgendwas. Biestmutagen brauche ich dafür. Das ist aber ein anderes Mutagen, als wir gerade bekommen haben. Ich denke, ich werde das einsetzen. Ich denke, ich kann das auch wieder entfernen. Also ist das gar nicht so schlimm. Charakter. Da ist ein Mutagen. Boom! Vitalität plus 50. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Aha. Passt die Farbe nicht, erhöht sich der Bonus natürlich auch nicht. Wow. Das ist natürlich praktisch. Die untere Spalte könnte ich dann quasi Mutagen machen, wo ich dann diese Sachen habe. Oh, das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Gut, nur gerade 50 Vitalität, die nehme ich einfach mal mit. Ich hätte mir daraus auch einen Trank bauen können, aber hey. Geht schon klar. So, dann mal auf. Bringen wir den Kopf weg. Läuft doch mega erfolgreich. Herrlich. Einfach nur herrlich. Magie. Ein Ort der Macht.
da werden wir uns das Ding mal schnappen. Auf geht's.